Guten Tag, Baumann ist mein Name. Ich bin Lehrer in Berlin. Was gibt's heute Neues? Ich habe einen schönen Kommentar gehört gerade von Gunnar Kaiser. Er sprach über die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung und dass es da einen Zusammenhang gibt. Die öffentliche Meinung ist ja oft mit den Medien sehr identisch und es ist sehr schwer, das überhaupt auseinanderzuhalten. Man kann recht gut fassen, was die Medien sind und auch ihren Status sozusagen feststellen, indem man das eben analysiert. Aber wie will man die öffentliche Meinung festhalten, handhabbar machen, ohne auf die Medien zu gucken? Ja, das ist ja etwas, was sich äußert und es äußert sich normalerweise in Medien. Man kann natürlich unterscheiden zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung, aber trotzdem bleibt es dann immer so ein etwas sehr Vages, das wabert dann so herum. Ja, die Menschen denken eigentlich so und so, aber die Medien gaukeln ihnen etwas anderes vor, aber sie haben das schon irgendwie durchschaut, nur kommt eben diese Erkenntnis nie an den Medien an. Aber wie will man das feststellen? Ne? Man redet mit seinem Nachbarn, aber das ist auch das Einzige, was man so machen kann. Und deswegen... Das ist vielleicht so ein bisschen pessimistische Sicht, dass die Medien tatsächlich der eine große Player in diesem ganzen Konglomerat sind, auch noch mit Wissenschaft und eben Politik und den Konzernen zusammen, die für die Gesellschaft eben so einen gewissen, ich sag's jetzt mal so, Verblendungszusammenhang herstellen, durch die man die Gesellschaft leiten kann in die Richtungen, wo man sie hinleiten will. Das hat er mal wieder auf den Punkt gebracht. Das kann der Gunnar Kaiser ganz hervorragend, weil ich denke auch schon seit Monaten darüber nach, warum man uns immer erzählen will, die Umfragen stehen so und so und die Leute meinen dies und die Leute meinen das. Die Leute meinen in der Regel das, was sie in den Medien gesehen, gelesen, gehört haben. Ja. So nichts daraus. So, jetzt ist es natürlich dann immer angeraten, sich aus mehreren Quellen zu bedienen. Und das Gefühl ist dann halt besser. Dann denkt man, naja gut, wenn die alle so denken, dann wird das ja jetzt die richtige Meinung sein. Da schließe ich mich jetzt mal der Horde an. Da kann ich ja nicht falsch liegen, wenn ich in diesem Mainstream mitmache. Aber Tatsache ist, dass das, was wir hier in Deutschland als Qualitätsmedien betrachten, tatsächlich alles mehr oder weniger den gleichen Eigentümern gehört. Dass die Nachrichten, die dort verkündet werden, häufig aus exakt den gleichen Quellen stammen. Und das Team von Nur Wieso hat es letztens mal so richtig schön auf den Punkt gebracht, als sie dann mal gezeigt haben, wie in amerikanischen Nachrichtensendungen auf allen Kanälen die Sprecher in den Fernsehsendern exakt die gleichen Worte verwendet haben zur Präsentation ihrer Nachrichten. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about trouble and trying to be responsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. This is extremely dangerous to our democracy.
This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. Das ist keine Meinungsvielfalt. Das ist Sprechpuppentheater. Ja? Also wenn auf allen Kanälen die gleichen Nachrichten kommen und womöglich noch im gleichen Wortlaut, dann sollte es uns massivst aufstoßen. Dann sollten wir nachfragen. Dann sollten wir fragen, was ist denn da los? Das soll eine Meinung sein? Das soll unabhängiger Journalismus sein? Das soll etwas sein, was wir glauben? Frau Merkel sagte vor kurzem, Vertrauen wäre das höchste Gut. Sie hat es tatsächlich geschafft, mein Vertrauen ihr gegenüber auf Null zu bringen. Ich vertraue auch dem Herrn Spahn nicht mehr, da ist das Vertrauen auch auf Null. Und dem Herrn Wieler habe ich sowieso noch nie vertraut, weil er mal so mega komische Sachen sagt. Mega habe ich jetzt davor gesagt, weil wenn ein RKI-Chef sagt, diese Regeln dürfen nicht hinterfragt werden. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Geht gar nicht. Hat er gesagt, ja. So. Oder Drosten. Der hatte von Anfang an bei mir auch kein Vertrauen. Warum? Weil er schon während der Schweinegrippe Scheiße gebaut hat. Ja? Und wenn jetzt genau diese Person auf allen Kanälen sozusagen, die man für Qualitätsmedien bislang gehalten hat, sagen dürfen, was sie für richtig halten, dann bringt das diesen Qualitätsmedien gegenüber auch Misstrauen mit sich. Und ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt schon auf Null ist, aber ich lese die nicht mehr. Ich gucke die auch nicht mehr. Wir haben zu Weihnachten ein Smart TV geschenkt bekommen. Wissen Sie, was das heißt? Sie können jetzt YouTube im Fernsehgerät gucken. Und ich habe mich in den letzten Monaten sehr damit beschäftigt, was auf YouTube gut ist und was schlecht ist. Und ich kann das sehr gut unterscheiden. Das ist ja meine Qualifikation als Lehrer. Didaktisch aufbereitetes Material meinen Schülern zur Verfügung zu stellen. Und das wird jetzt sicherlich eine meiner nächsten Aufgaben sein, mal eine kleine Präsentation über die Guten und die Schlechten zu machen. Wer dabei jetzt überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, das sind die Teilnehmer im Sprechpuppentheater. Die spielen keine Rolle mehr. Jemand, der vorgekautes Zeugs von einem Prompter verliest, ist keine vertrauenswürdige Person. Da muss ich nicht zuhören. Das muss ich nicht glauben. Sprechpuppentheater halt. Also, Augen und Ohren aufhalten, rundum aus vielen Quellen informieren und selbstverständlich auch genau dorthin gucken, was passiert an Stellen, vor denen sie gewarnt werden. Das dürft ihr nicht glauben, da dürft ihr nicht hingucken, der macht was Böses, das ist ein Reichsbürger, das ist ein... Also wenn diese Hetze anfängt, das ist Hetze, das ist Ausgrenzung von Menschen, das wollen wir nicht. Da sind wir jahrzehntelang gegen angegangen. Auch diese Menschen bekommen eine Stimme und denen hört man auch mal 3 Minuten lang zu. Und wenn Sie dann den Eindruck haben, das ist ein Idiot, dann hören Sie dem nie wieder zu. Das ist richtig. Das mache ich ja auch so. Das gehört ja zur Selektion. Aber dass Sie sich von anderen Menschen sagen lassen, was Sie glauben sollen und was Sie nicht glauben sollen, das geht gar nicht. Das gehört nicht zu, dem, was wir werden wollen. Freien, selbstbestimmten Menschen. So, und jetzt klingelt mein Telefon und ich lege auf. Tschüss für heute.